Seruma, Mona, Jokus, Uatlos. Also ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, Sie wissen ja, diese Leiche, die an unserer Schule gefunden wurde, ich glaube, die könnte was mit mir zu tun haben. Etwas Altes, Schreckliches könnte zu mir zurückkehren. Sie wissen ja, damals an der Uni, ich war mit Sarah Solomon zusammen, dieser seltsamen Frau, die immer so viele Insekten bei sich trug, dass alle sie nur noch Kabutomushi-Herrscherin nannten. Doch bei unserem ersten Date veränderte sich sie sich auf eine Weise, die ich einfach nicht ausgehalten habe. Diese Veränderung war einfach anormal und machte mir eine riesige Angst. Vorher war sie ganz anders, doch genau da wurde sie zu einer Ameise. Seth, haben Sie was entdeckt? Oh ja. Wie Sie und Hiromi ausgetüftelt haben, haben wir die Labormäuse mit einem BCI-Implantat ausgestattet und sie dann mit den von Ihnen sichergestellten Proben infiziert. War echt schwer. Ich bin ja Ingenieur und kein Arzt. Und so ein Hirn zu verkabeln, ist echt kompliziert. Jedenfalls, sofern das Hirn noch heil bleiben soll. Dr. Caligari von der Uniklinik hat zwar geholfen, aber es war Präzisionsarbeit. Jedenfalls haben wir etwas entdeckt. Schauen Sie mal. Wenn ich diese Maus hier von den anderen abtrenne und ihr dann diesen Stimulus gebe, was passiert dann mit den BCI der anderen Mäuse? Tatsächlich. Obwohl die anderen Mäuse es nicht sehen können, empfängt ihr Hirn die Info. Wieso? Ganz einfach. Der Pilz. Er schließt alle Infizierten zu einer Art Superintelligenz zusammen. Und ich habe auch einen Weg gefunden, diese spezielle Eigenschaft des Pilzes außer Gefecht zu setzen. Hila, Hiromi, ihr seid gefragt. Tut endlich auch mal was für euer Geld. Jawohl, ich habe hier alles schon vorbereitet. Moment mal, Schule? Karala war nicht bei dem Schießtraining? Und war der Anruf nicht von dieser Schule? Ihr wird doch hoffentlich nichts passiert sein. Wie Sie sehen, kann ich durch Veränderung des Hirns vom Wirtskörper den Pilz stören und außer Kraft setzen. Gute Arbeit! Entwickeln Sie daraus eine Art Waffe gegen das Teil. Ich habe unsere Sicherheitsleute schon angewiesen, in dem unteren Versorgungstunnel der Stadt zu patrouillieren. Die brauchen das Mittel dann schnell. Und sagen Sie, die sollen sich noch einmal die Schule angucken, bei der eben der Philosophielehrer angerufen hat. Jawohl, wird gemacht. Ist ja kein Problem, mal eben eine halbe Truppe auszurüsten. Und das Zeug innerhalb von 20 Minuten zu produzieren, das ist auch keine Hetze, sondern wie ein Sommerurlaub.
Jedenfalls, wenn es nach euch Damen von der Führungsebene geht. Aber tut mir bitte einen Gefallen. Achtet darauf, dass die Dinge, die ich euch gebastelt habe, nicht wieder innerhalb von 4 Minuten schrottreif sind. Keine Angst, wir tun ihrem Spielzeug schon nichts. Und wenn sie das Zeug immer von Billigarbeitern in Taiwan fertigen lassen, kein Wunder, dass das so schnell hinüber ist. Das mit dem Spielzeug habe ich jetzt überhört. Außerdem, das Zeug wird von unseren eigenen Praktikanten erstellt. Das müssen Sie eigentlich wissen, Frau Assistentin des Professors. Wenn wir durch diese Frachtverladestation im Untergrund gehen, kommen wir schneller an. 70% des Frachtverkehrs in der Stadt verläuft über Untergrundbahnen, die tiefer liegen als das U-Bahn-Netz. Dadurch kann die Stadt von einem Verkehrskollaps bewahren. Ich tue, was ich kann, aber ich kann ihn leider nicht erreichen. Oh, jetzt, Mist. Nur der Anrufbeantworter. Geht weiter. Wir gehören zur gleichen Einheit und verteidigen euch mit unserem Sniper Rifle. Ihr könnt verschwinden. Und wir halten euch den Rücken frei. Dort hinten ist eine Treppe nach draußen. Das ist der einzige Weg aus dem Versorgungstunnel. Schafft daraus was zu entwickeln, was als Waffe gegen diese Kreaturen gebraucht werden kann. Wir beide müssen jetzt nur noch an alle Ermittlerteams verteilen. Dieser Transporter wird sich wahrscheinlich gut fahren lassen, obwohl ich diesen Fahrzeugtyp nicht kenne. Naja, für die vierfache Siegerin des Luna Grand Prix ist das alles ein Kinderspiel. Wir sind uns damals auch das erste Mal auf einer Rennstrecke begegnet. Du hattest mich eingeladen, mit mir danach Absprachen zu treffen, damit ich dem Institut beitrete. Das war in gewisser Weise ein Trick von dir, aber es hat geklappt. Jedenfalls, zuerst müssen wir in Richtung der Shaoyong Gaguen. Den Einsatz werden wir schon schaffen. Ach ja, das hatte ich fast schon vergessen. Denken Sie daran, Hiromi zu gratulieren. Morgen hat sie Geburtstag. Und Sie haben mir ja, als Sie zur Organisation kamen und das erste Mal auf die Kane trafen, Ihr Leben zu verdanken. Ohne Hiromi wären sie beinahe draufgegangen. Rika, fahr einfach über die Dinge drüber. Je nachdem, wie es wird, könnte der Wagen umgehen. Egal, es bleibt keine andere Wahl. Karala,
kannst auf mich vertrauen. Im Notfall bin ich doch da. Aber das war verdammt spät. Also hat dieser komische Philosophielehrer doch was entdeckt. Vor der Schule lauern besonders viele dieser Biester. Philosophielehrer? Redest du etwa von Mr. Sneaker? Bitte, ich fliehe euch an. Tötet mich. Ihr könnt mich nicht retten. Ich verstehe gar nichts. Ich bin kein Mensch mehr. Eigentlich bin ich rein technisch noch ein Mensch. Aber nicht in dem Sinn, wie ihr das Wort benutzt. Ich wurde transformiert durch das Ding, was mein Vater gefunden hatte. Ich wollte es nicht. Aber das, was da drin war, hat mich zu einem von ihnen gemacht. Es lehrte mich einiges über seine Herkunft. Es war eine Spezies, die Kaine genannt wurde. Es fügte mich einem großen Bewusstsein hinzu. Ich konnte ihn nicht entrinnen. Ich habe mir hier ein Nest gebaut, um mich mit Energie zu versorgen. Ich habe mich von den giftigen Dämpfen ernährt und dem Pilz immer stärker gemacht. Ihr müsst wissen, die Kaine sind nicht erst seit 23 Jahren hier. Sie waren schon hier, bevor es Menschen gab. Sie existieren auch auf der Erde, aber meistens in einer anderen Raumebene. Durch etwas, was in den Pyramiden verborgen liegt, konnten sie immer schwieriger in unsere Welt. Sie wollen die Menschen verstehen, mit ihnen kommunizieren. Um dies zu ermöglichen, entstand der Pilz, der das Bewusstsein von Kaine und Homo sapiens vereinen soll. Sodass alle Gedanken eins waren. Der Pilz materialisierte sich in der Nähe der Venus, wo er sich an Skyhocken heftete und diese zur Erde schickte. Die Ägypter beteten den Pilz eine Zeit lang als Todesgeist an und opferten ihm Menschen. Mittlerweile brauchen wir Kaine, aber keine subrachialen Methoden. Wir haben effizientere Wege, uns euch anzupassen. So subtil, dass ihr nicht merkt, dass ihr schon lange unter euch seid. Was ihr Menschen nicht versteht, die starke Verbindung zwischen den Kaine und den Menschen und den Kaine ist, dass ihr Schrott-DNS nennt. Bei euch ist es inaktiv, bei uns nicht. Loser, mein Vater hat mich damals härter verdroschen. Still, das wird jetzt übelst wehtun. Mag dir leicht gefallen sein, Karala und Madoka auszulocken. Bei mir bist du Kreatur an der falschen Adresse. Ich bin ein klein bisschen älter als die beiden und ich bin nicht so zimperlich.
Schädel für einen Scheiß? So ein großes Hirn und es kommt trotzdem nur heiße Luft raus. Party vorbei, Schweinebacke. Tag, Sabo. Ihre Arbeiten waren für meine Arbeitgeber sehr nützlich. Es war eine gute Idee, dass wir ihnen das Institut gegeben haben. Riemann war gegen unsere Pläne, aber sie sind einfacher zu handhaben. Das zweite Institut dankt ihnen für die Arbeit. Oh nein, nicht schon wieder. Lassen Sie mich doch endlich in Ruhe. Sie sind kurz davor, die geheime Videobotschaft 7 von Professor Riemann zu offenbaren, die auf den Servern vom Asteroiden Bielefeld liegt. Der Gesamtplan ist zum Glück noch geheim und die Öffentlichkeit glaubt noch die offizielle Version, dass Bielefeld nie existiert hat. Ihre Leute haben ja auch vor Urzeiten über den Ruinen einer im Zweiten Weltkrieg zerstörten deutschen Stadt ein hypothetisches Dorf errichtet, um zu tarnen, dass Bielefeld in Wahrheit ein Asteroid ist. Naja, die Mehrheit der Menschen wird auch nie verstehen, was die sogenannte Schrott-DNS ist und was das mit uns und den Kane zu tun hat. Bielefeld konnte auch gut durch unsere Tarnbehauptung über den angeblichen Black Knight-Asteroiden geheim gehalten werden. Und selbst Ihre Leute kapieren die Wahrheit nicht. Ich glaube Ihnen immer noch nicht, dass Konrad Zuse, John von Neumann, Claude Elwood, Shannon und selbst griechische Philosophen wie Pythagoras, Archimedes und Pharaonen wie Imhotep für sie gearbeitet haben. Sie erzählen diese Lügengeschichte jedem, dem sie befragen, alle auf den Schwachsinn, aber nicht mehr rein. Dafür habe ich eine deutlich zu hohe Bildung und ein zu großes Wissen. Meine Eltern haben mich, seitdem ich 3 Jahre alt war, in allen Künsten der Wissenschaft unterrichtet. In Medizin, in Physik, in Elektronik, in Mathematik, in Geologie. Meine Eltern haben die besten Wissenschaftler für mich als Lehrmeister gewählt. Naja, jedenfalls, um noch einmal darauf zurückzukommen. Vor der Veröffentlichung der Datei wollte ich mit Ihnen sprechen. Vergeben Sie mir bitte meine rabiaten Methoden, aber Sie verstehen, dass dies nicht anders ging. Wir haben wenig Zeit. Der Plan funktioniert zu gut. Bald wird das passieren, was meine Arbeitgeber uns vor 40 Jahren auf der San Iranaeus Airbase angekündigt haben. Außerdem gibt es eine Gruppe in der Organisation, die sich abgespaltet hatte. Eine Tochter eines dieser Gruppenmitglieder ist ihnen seit einigen Monaten gefährlich nahe.